Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. The Long Dark, unser Spiel, und ja, wir sind hier mittendrin. Nahender Sturm, das Kapitel, und das ist jetzt der dritte Teil von Nahender Sturm. Wir sind noch immer auf der Suche nach diversen Vorräten. Und damit ihr nichts verpasst, genau dort geht's weiter, wo wir aufgehört hatten. Ja, jeden Schrank durchsuchen. Möglichst nichts übersehen, wo wir Zeit verlieren, wo wir da den Bildschirm haben. Versuche ich zu meiden, also in ein Auto einsteigen ist keine so gute Idee. Deswegen lasse ich auch die Autos aus. Im Allgemeinen zumindest. Zwei Kochtöpfe braucht man nicht, also einen können wir dann natürlich auch wieder ablegen. Zeitung, auch gut. Und das brauchen wir auch noch. Jawohl. Au. Ja, ein kleiner Nachteil mit den Streichhölzern. Sie verbrennt sich jedes Mal. Aber Lampenöl brauchen wir auf jeden Fall. In der Regel ist Lampenöl ja Petroleum und genau das sollen wir ja auch sammeln. Streichhölzer nehmen wir keine weiteren mit. Und auch den brauchen wir nicht. Dosen kriegen wir eh auf, also von daher. Ja, Brennstoff ist das größte Problem. Und deswegen versucht alles mitzunehmen, was brennbar ist, damit die Aufgabe dann auch erfüllt ist. Na, Nahrungsmittel braucht man eigentlich nicht mehr so viel. Aber ein bisschen was brauchen wir vielleicht auch noch. Also von daher. Oh, sehr schön. Medizinschrank. Jo. Ah. Eine Spritze laufwurtig. Sehr schön. Der Nachteil ist eben leider nur, man ist nach der Wirkung extrem müde. Das heißt also, die Astrid müsste dann sofort schlafen, also ausruhen. Und nur im äußersten Notfall, also mit anderen Worten. Gut, dass wir es da haben, aber momentan nein. Ja, die Nachtschränke ist so eine Sache gewesen am Anfang Episode 1. Da hatte ich die Nachtschränke aufgehört aufzumachen, also nachzuschauen. Nebentür, okay. Weil die einfach nicht aufging. Das heißt, ich hatte gar nicht die Option. Okay, jetzt mal schnell im Dunkeln. Wir sehen ja, wo es hingeht und rein da. Ah. So ein Geschrei beim Werfen. Na ja. So, jetzt. Nein, damit. Immer noch nicht. Jetzt. Wunderbar. So, jetzt eigentlich nur noch Petroleum und Brennstoff. Naja, gut. Schnell die Fackeln loswerden, egal wohin.
Ja, dass wir das jetzt hier reinlegen, ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, weil es wird nicht ausreichen für 36 Stunden, wie wir sehen. Allerdings ist es Gewicht. Und umso weniger wir an Gewicht dabei haben zurzeit, umso mehr können wir natürlich tragen. Und den Schlafsack, den hatte ich bei der Folge 2 von 4 abgelegt, damit ich auch weniger Gewicht habe, aber... Es könnte sein, dass es vielleicht doch wichtig ist, dass ich den dabei habe. Und nicht nur das, wir sollten uns kurz ausruhen, damit wir aus der Nacht herauskommen, damit wir draußen wieder was sehen. Gucken, ob das reicht. Ich befürchte nicht, aber das ist nicht das Problem. Dann legen wir noch ein bisschen was nach. So. Ja, okay, ein bisschen noch. Oder? Auf jeden Fall trinken. Oh, Essen haben wir nichts mehr. Hui. Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das machen wir. Ich möchte lieber bei Tag laufen und suchen. Das ist viel angenehmer. Bin noch nicht sicher, sollte ich den Schlafsack vielleicht doch mitnehmen oder nicht? Hm. Und wieder mal ein Ladebildschirm. Super. Na, zum Glück, manches Mal geht es auch sehr schnell. Und das ist ein bannig weiter Weg. Junge, Junge. Aber das mit den Kirchenartefakten, ich weiß nicht. Also Nebenquest. Das hilft uns nicht weiter, hier vorwärts zu kommen in der Episode. Ich denke, das lassen wir. Ich weiß nicht, vielleicht doch noch mal in die Häuser nach Holzvorratskisten, also Brennstoffvorratskisten suchen. Also an die Häuser. Mal schnell nachgucken hier. Okay, hier ist nichts. Ja, im Spiel passiert es manches Mal, dass wenn man einen gewissen Stand der Dinge erreicht hat in seiner Quest, dass dann plötzlich Dinge auftauchen, die vorher nicht da gewesen sind. Also es hätte auch sein können, dass jetzt so eine Brennstoffvorratskiste da ist, aber sieht nicht so aus. In der Kirche ist auch nichts. Tja. Ich glaube, das hilft nicht. Wir müssen zu dieser Vorratsluke. Tja. Hier aus und nichts da. Oder? Ah, da. Da ist doch was. Genau. Den meinte ich. Kohle, sehr gut. Kohle brennt recht lange. Also haben wir schon mal wieder einiges an Brennstoff. Ob das reichen wird, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich denke mal eher nicht. Wie schon gesagt, also selber brauchen wir ja ein bisschen auch was an Getränken bzw. Essen.
Und dementsprechend einfach noch ein bisschen was suchen hier. Mal schauen, ob ich hier noch was Nützliches finde. Ja, ein Tee. Juhu. Ja, das verbesserte Ausruhen ist natürlich sehr schön. Dürfte so sein, dass wir eigentlich nicht ganz so schnell, ja, ermüden. Und noch ein bisschen Zeitung. Alles hilft. Na, nee. Socken nehmen wir keine mit, brauchen wir nicht. Mal schauen, ob da was ist, aber. Nein, die Socken. Na. Also die üblichen Dinge, die man so findet, wenn man in einem Schlafzimmer ist. In den Schränken, meine ich. Nee. Wie gesagt, keine Kleidung. Stoff brauchen wir nicht. Wenn es soweit ist, dann nehmen wir auch mal wieder Kleidung mit, um die zu Stoff zu machen. Nein. Oha, also doch. Okay. Wollen wir mal gucken. Oh. Das hätte ich vielleicht viel früher machen sollen. Das dauert viel zu lange jetzt. Nein. Ah, da ist er doch. Nein. Au. Ah, zu spät. Ja, es hilft. Also ihr müsst sie nicht erschießen, also wirklich gar nicht. Ah, komm schon. Nein, es setzte ab. Och nö. Ja, das Gewehr können wir leider nicht ewig halten zum Zielen. Das ist ärgerlich. Kleines Häusle. Na, zwar gefallener Stern hatten, würde ich sagen, habe ich das Haus völlig übersehen. Es war ja gut, es war auch dunkel und ich habe hier das Problem mit den Wölfen gehabt.
Und da war irgendwie nicht so richtig viel Zeit für einen beschaulichen Blick durchs Land. Das so kann Dementsprechend, man hier nicht. okay. Aber keine Kleidung. Nahrung, Brennstoff, alles andere, nein. Ah, naja, und Petroleum natürlich nach Möglichkeit. Und da wir mit der Nahrung eigentlich ja fertig sind, würde ich sagen, nicht übertreiben. Also nicht mehr zu viel einstecken. Wie gesagt, ist ja alles Gewicht und wir müssen noch jede Menge an Brennstoff besorgen. Na, nochmal eine Kiste, sehr schön. Naja, ein Bett brauchen wir jetzt ja nicht, das ist es. Das wäre ein bisschen überflüssig. Na, schnell noch ein bisschen was essen, dann können wir noch mal was einstecken. Sehe, da haben wir noch eine Fackel. Sehr schön. Wer weiß, wie das da unten bei dieser Vorratsluke ist? Da liegt verführerisch ein Ast, aber. Nee, das lassen wir. Wir machen hier weiter. Leider nur eine Dose, kein Holz. Und ist das ein Klo? Nö. Mal ganz gut, dass sie nicht aufgeht. Brauchen wir nicht. Aber wir sind da, wir sind da. Müssen wir nur noch das Ding finden. Ja, schön wäre natürlich auch, wenn man wüsste, wie so eine Luke aussieht. Vielleicht hilft das ja. Ach, das muss es sein. Alles klar. Okay, gut. Von der Zeit her, ich würde sagen, nehmt doch noch ein Abo mit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.